dance to the sun. Never felt better, we don't stop till we're done. Whoa, 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 can you see it? Yeah. Whoa, 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 don't you feel it? Dare until the sun, so you can ask anyone. We don't offer nothing, we don't walk, we don't run. Whoa, 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 can you hear it? Whoa, 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 don't you feel it? Bei Kopf an Kopf gibt's kurze Fragen mit schnellen Antworten und einem tiefen Blick in die Augen des Gegenüber. Heute schauen wir in die Augen von jemandem, der seit den G-Junioren das F auf der Brust trägt. Als dritter Vorsitzender, als Sponsor, als Fanunterstützer von der Firma Karl Bratzke Malerei Fachbetrieb begrüße ich den Geschäftsführer Tim Bratzke. Moin Tim. Hallo Rolf, danke für die Einladung. Fangen wir gleich an. Ja. Blau-Weiß oder Schwarz-Gelb? In welchen Farben ist dein Hobbyraum gestrichen? Oh, ehrlich gesagt, ich hatte in meiner alten Wohnung mal einen Hobbyraum. Der war tatsächlich Schwarz-Gelb. Mittlerweile bin ich aus dem Alter so ein bisschen raus. Also es ist beides. Also regional natürlich Blau-Weiß und was die Bundesliga betrifft, definitiv Schwarz-Gelb. Familienbetrieb, Familienvater, die Friesia-Familie. Ist Tim Bratzke der Prototyp eines Familienmenschen und was bedeutet Familie für dich? Also Familie bedeutet auf jeden Fall, das ist mein Ruhepol, der Ausgleich zu teilweise der stressigen Arbeit und ob ich nun der Vorzeige-Familienvater bin, müssen eventuell meine Kinder entscheiden, aber ich denke, die sind ganz zufrieden mit ihrem Vater. Du bist Friesia Urgestein. Nenn uns drei Gründe, warum es sich so gut anfühlt, das F auf der Brust zu tragen. Ja, das ist einfach ein schöner Ausgleich, mein Hobby. Man fühlt sich wohl in dem Verein. Man hat viele meiner heutigen besten Freunde habe ich über den Fußball kennengelernt. Und das sind die drei Punkte. Zusammenhalt, Freude am Fußball und ein schöner Ausgleich. Selbstständig im Handwerk in vierter Generation. Was sind die Erfolgsfaktoren für dich, für Gegenwart und Zukunft? Also was die Firma betrifft, der größte Erfolgsfaktor ist sicherlich, dass man ein gutes Team um sich hat, gute Mitarbeiter, denen man vertrauen kann, die engagiert dabei sind. Und ich denke, da können wir uns nicht beschweren. Das habe ich und da sind wir sehr froh drüber. Training bei der dritten Herren oder Vorstandssitzung mit Peter Eis und Michael Neumann. Wer oder was bringt dich mehr ins Schwitzen? Definitiv das Training der dritten Herren. Da ist man schon ein bisschen körperlich ein bisschen mehr gefordert. Und die Vorstandssitzungen mit Peter und Michi sind natürlich auch geistig manchmal nicht ganz einfach, aber das macht auch Spaß, definitiv. Gelernter Malermeister und 3,5 Jahrzehnte Fußballer. Siehst du deine Stärken eher am Pinsel oder eher am Ball? Ja, ich glaube, mittlerweile bin ich, was das Selbststreichen betrifft, ziemlich raus. Da ist mein Schwerpunkt doch eher die Büroarbeit. Deswegen denke ich doch eher am Ball mittlerweile. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. DFB-Pokal 2030. Erste Runde WSC Friesia gegen Borussia Dortmund. In welchem Block steht Tim Bratzke? Oh, schwere Entscheidung. Kommt drauf an, wo das Spiel stattfindet. Aber ich denke mal, wenn es tatsächlich voraussichtlich ja dann beim niedrigklassigeren Verein stattfindet, werde ich mich dann wohl in den WSC Friesia-Block stellen. Das war's schon. Dankeschön an dieser Stelle. Dir ja. Und deiner Familie weiterhin alles Gute. Danke, Tim Bratzke. Vielen Dank. Ich habe zu danken.